Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil unseres Let's Play Coral Island. Ja, was haben wir denn? Wir sind hochgestuft worden. Nahrungssuche, 3 maximale Ausdauer und 3 maximale Gesundheit. Und wir haben ein neues Rezept. Wir können Zuckerbaumsamen herstellen. Diese Zuckerbaumsamen weiß ich, dass wir die essen können. Und dass wir, das haben wir ja auch am Anfang gemacht, und dass wir die, ja, dass wir es essen können und dass wir dadurch eben mehr Ausdauer und mehr so und so weiter kriegen wieder. Aber es sind Samen, können wir die vielleicht auch pflanzen? So, wir haben Schrott 3, Müll 1. Sind jetzt bei 422. Brauchen aber für die größere Tasche brauchen wir 500. Genau, wie können wir das herstellen? Muss man eigentlich jedes Mal über das I gehen als Inventarherstellung. So, Baumsaft und einen beliebigen Baumsamen. Ein Baumsaft und 3 von den Baumsamen. Okay. Es regnet, das heißt, wir brauchen nicht gießen. Da dürfte jetzt nichts drin sein. Genau. So, wir haben Post. Hallo Daddy, cool. Suchst du nach einem Zeitvertreib? Naja, Zeitvertreib ist gut. Oder willst du vielleicht etwas Geld dazu verdienen, während du darauf wartest, dass deine Feldfrüchte wachsen? Das wäre in Ordnung. Alles klar. Komm Eleonora und mich in der Strandhütte besuchen. Wir haben die perfekten... Das hört sich gut an. Geh zur Strandhütte, ja. Genau. Gut, Strandhütte war irgendwo da unten. Jetzt da runter gehen, da unten lang, kann auch oben lang gehen und dann diagonal da runter. Das ist die Strandhütte, die öffnet um 9 Uhr. Sagen wir 6.30 Uhr, dann gehen wir mal oben lang. Vielleicht treffen wir ja noch irgendwen. Es regnet, das heißt, wir brauchen nicht gießen. Westen Farm, Osten Stadt, Süden Tauchen. Tauchen hört sich auch interessant an. Jetzt bin ich doch bestimmt falsch gelaufen, oder? Liegt eine Menge Müll rum. Fällt mir mal so auf. Kann man nicht einsammeln. Hm.
Müll können wir nicht einsammeln, weil wir nicht das Ding haben. Das ist jetzt ärgerlich. Was ist denn hier los? Das sieht nicht aus, als wenn es besonders sauber wäre. So, aber wir haben noch recht viel Zeit. Ich würde sagen, wir holen unsere Sichel und sammeln hier mal ein bisschen Müll auf. Und zum einen brauchen wir den, um die einfachen Kisten zu bauen. Zum anderen nervt mich das, wenn der rumliegt. Da ist ein Frosch. Die flüchten alle vor mir. So, Werkzeug hatte ich hier drin, ne? Ah ja, den Shiitake kann ich essen, die Morchel kann ich auch essen. Oh, das ist doch schon mal gut. Was kann ich denn eigentlich sonst noch herstellen? Quest ist klar, der neue Farmer. 22 von 30. Ah, man kann immer nur zwei. Okay. Karte, Beziehung, Können, Nahrungssuche. Und da könnten wir den ersten Punkt geben. Ne? Erhöht das Sprinttempo, Sammelqualität 5%. Ich habe keine, aber hier steht doch eins. Ach, das ist wahrscheinlich die. Ja, das ist die Fähigkeit. Das ist die Stufe, die ich habe. Und das hier unten sind die Punkte. Na, die stehen da hinten. Da habe ich null. Na gut. Tagebuch. So. Ab wieder darunter. Wir können ja eigentlich auch mal hier runter gehen. Da sind wir ja eben auch höher gekommen. Wenn man Bäume schüttelt, fällt ab und zu wohl was runter, habe ich mir sagen lassen. Er tritt gegen, jawohl. Nach dem Motto, und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Ich habe hier jemanden gesehen. Okay, jetzt soll ich mich da hinsetzen?
Ja. Ja, das hört sich gut an. Ans Museum spenden. Okay. Kostet aber reichlich Münzen und ja, okay, vergessen wir das schnell wieder. So, Museum, ja, da weiß ich, dass war da was Wichtiges ist. Das Museum, 24 Stunden geöffnet. Das Gemeindezentrum, da will ich auch hin. Jetzt habe ich ja das hier. Wie kann ich denn schleichen? Das ist Sprinten. Einstellungen. Da müssen wir mal gucken. Sprinten. Bewegungstyp ist Sprinten oder Joggen. Bewegung umschalten, drücken, ja gut, aber die Tasten. Karte ist M, Inventar, Herstellung ist T und Quest ist J. Okay, das ist schon mal viel wert. Das ist Sams Gemischtwarenladen, da will ich aber nicht hin. Ich will dahin. Kompost. Baustelle. Da ist der Schmied. Okay, zum Schmied müssen wir auch irgendwann mal, weil der müsste uns eigentlich. War jetzt nicht so prall. Okay. Gut, die Kohle verkauft.
Na gut. So, und das Museum ist jetzt wo? Schmied, Schule. Gewächshaus. Ich glaube einfach hier runter. Nee. Ich hatte das doch schon gesehen. Da ist der Schmied, da waren wir gerade. Labor. Haus des Bürgermeisters. Das ist die Baustelle. Gemeindezentrum. Ah ja, Gemeindezentrum. Also noch ein ganzes Stück runter. Und jetzt nach unten. Da ist Gemeindezentrum und das Museum. Hey, hi, wer bist du? Gut. J sind die 29 von 30. Ich will auch kein Buch spenden. Ich will mit ihr reden. Ha. Cool, ich kann Blumensträuße herstellen. Wo kann man da nach gute Rahmen bekommen? Wo kann man deiner Meinung nach gutes Rahmen bekommen? Hey, ich weiß nicht, was sie wirklich meinte. Binde einen Blumenstrauß. Ja, dazu muss ich Blumen haben und die liegen zu Hause. Okay, wir gehen jetzt aber erstmal ins Museum, weil da müssen wir Sachen spenden. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich erstmal eine Einweisung.
Aber was? Okay, und nun? Die Sammlung wieder aufbauen. Ah ja. Okay. Ja, ich hätte hier einiges für dich. Okay. Nichts von den Sachen kann ich spenden. Artefakte, Edelsteine, Fische, Insekten, Kriechtiere und Fossilien. Ja, dazu müsste ich erstmal rausfinden, wie ich langsam laufen kann, damit ich. Hey, wer bist denn du? Okay. Dann will ich mal nach Hause gehen. Kann ich essen? Kann ich essen? Kann ich auch essen? Kompost packen wir mal da rein. Den Baumsaft packen wir innen rein. Achso, was ist M? Was ist mit dieser eine fleckige Muschel? Wenn wir da nichts mit anfangen können, wird sie verkauft. Schwupp, weg damit. Das können wir alles essen hier. Fasern brauchen wir zum Bauen. Das machen wir dann von zu Hause aus. Steine da rein, das da rein. Holz, Fasern. So, und ich glaube, damit kann ich dann, oder ich hoffe, damit kann ich dann die Blumenstrauß binden. So, das kann da rein. So, und
J-I. Herstellung, ein Blumenstrauß. Fünf Fasern brauchen wir und fünf Blumen. Vier haben wir erst. Okay. Aber ich meine, wir müssen die nicht dabei haben. Und wenn, dann laufen wir halt nochmal nach Hause. Was soll's. So, die Blumen kommen da rein. Und das ist zum Essen. Und dann wollen wir mal gucken, was das mit dem Angeln wird. Wir hatten doch hier irgendwo so einen kleinen Teich. Was ist das hier eigentlich? Keine Ahnung. Hier, guck mal, unser. Nee, das da. Der Teich. Können wir da drin angeln? Eine Garnele. Na cool. Das geht so einfach. Ja, das dachte ich mir. Na, keine Fische mehr da. Noch eine Garnele. Oh, der strampelt aber nicht schlecht. Eine Languste. Gut. Das war ja jetzt erstmal ein Versuch. Jetzt renne ich mal schnell zum Museum hin. War hier noch irgendwas, was ich mitnehmen konnte? Nö. Hier schon irgendwas reingepackt. Das wollte er nicht haben. Den Müll, den packe ich da auch erstmal rein. Umso mehr Platz habe ich im Inventar. Und was kann ich das ja, bevor ich schlafen gehe, wieder rausholen. So, und hier noch irgendwas. Fasern, vier Blumen. Ich brauche eine fünfte Blume. Ich nehme die trotzdem mal mit. Vielleicht kann ich davon irgendwas spenden. Denn das Museum, das sollte, oder das ist eine der Hauptaufgaben in dem Spiel, dass man es wieder aufbaut.
Erste Brücke, zweite Brücke, und dann nach oben, ne? Und dann hier auf der Ecke. Genau. Jawohl, eine Garnele können wir spenden. Eine Languste können wir spenden. Ich glaube, Glas auch, aber wir brauchen mehr davon. Vermute ich mal, weiß ich nicht. Okay. Na, denn das wird ja da angezeigt. Oder kriege ich das dann ganz einfach? Keine Ahnung. Gehen wir mal auf J. Oh, wir haben 500 und zusammen. Ja, cool. Das heißt, wir müssen jetzt zu dem Laden hin. Klinik, Salon, Labor, Gemeindezentrum, Zuhause, Schreiner, Weingut. Strandhütte, verlassenes Gebäude. Oh, wo ist denn das jetzt wieder? Weingut, Schmied, Schreiner, Ranch. Klamottenladen. Gemischtwarenladen, der ist schon geschlossen. Der wäre dann ein Stück weiter rüber. Wie spät haben wir es denn? 15 Uhr und warum ist der schon geschlossen? Von wann bis wann hatten der offen? Der Gemischtwarenladen. Heute geschlossen. Ach, der hat heute den ganzen Tag zu. Okay. Das ist ärgerlich. So, das heißt, die Garnele können wir verkaufen. Weil die können wir nicht direkt essen. Da wir schon eine gespendet haben. Ach nee, über I, ne, war das. Genau, die haben wir schon gespendet. Und hier sehen wir die Sachen, die wir spenden können. Okay. Das kann weg. Das kann auch weg. Und die Blume können wir dann auch wegpacken. Die können wir nicht spenden. Und das Glas im Augenblick auch noch nicht. Hier fehlt doch was.
hier zufällig was reingeschmissen? Nee. Axt, Pickaxe und Gießkanne, ja. Ich wüsste gerne, wie das funktioniert hier mit dem. Werkzeug, weil es ist ja schon 16 Uhr, der Tag ist fast gelaufen. Die Pickhacke, damit ich mal um das Feld rum das zumindest. Aufgeräumt kriege. Okay, die Axt fehlt, die brauchen wir auch dazu. So. C ist auch Inventar. Okay, weil da bin ich versehentlich eben dran gekommen.
Inventar voll. Erstmal einmal gucken. So. Können ein bisschen was verkaufen. Durchgekommen, ne? Jo, sieht doch gut aus. Na siehst du, dann haben wir doch schon mal außenrum alles frei. Das ist schon mal gut. So, wie sieht denn das mit Angeln aus? Haben wir überhaupt noch Platz? Einen Platz haben wir noch. Na, schauen wir mal, was wir hier so kriegen. Da kommt was. Der hat sich wohl losgerissen. Na, das ist nichts Tolles. Müll. Inventar voll. Das ist nicht gut, weil da braucht man gar nicht erst anfangen zu angeln. Man kann nichts im Inventar voll haben. Hier haben wir auch noch so einen kleinen Tümpel und hier auch. Da könnten wir ja auch noch mal versuchen. So, haben wir hier. Jawohl. Mit der Angel. Sicher. So, die Geode lassen wir morgen aufmachen.
Da kommt was. Na, das kann nichts Tolles sein, der wehrt sich nicht. Na gut. Einmal vor die Füße geschmissen. Wieder Müll. Macht aber nichts, weil so kriegen wir wenigstens den Müll aus dem Teich. Da wehrt sich jemand. Och, das gibt's doch nicht. Anstatt loszulassen, habe ich gedrückt. Ja, das ist wieder nur Müll oder Flugblatt oder sonst irgendwie was. Ein Flugblatt. Gut, aber ich denke mal, das soll reichen. Das weg, das weg. Mal gucken, was wir an Geld zusammenkriegen. Jawohl. Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss.